Vicky und die starken Männer. Die Mutprobe. Wenn du ein neues Spiel beginnen möchtest, such dir eine Zielscheibe aus. Oder willst du ein angefangenes Spiel fortsetzen? Dann klicke die Zielscheibe an, die du beim letzten Mal ausgewählt hast. Super, dann kann's ja losgehen. Hallo, ich bin Vicky. Das Dorf da ist Flake. Hier wohne ich mit meinen Eltern und all meinen Freunden. Das ist Faxe. Er ist riesengroß und der stärkste bei uns. Urobe ist unser Dorfältester. Er weiß einfach alles. Dies hier ist Gorm. Er ist niemals wirklich schlecht gelaunt. Snorre ist zwar manchmal etwas faul, aber eigentlich ganz in Ordnung. Hier siehst du Tjore. Er ist ein bisschen komisch. Naja, zumindest kann er manchmal ziemlich fies sein. Meine Mutter Eva ist sehr stolz auf mich, weil ich immer versuche, mir was auszudenken, anstatt zu raufen. Und das ist mein Vater Halber. Er ist der Chef in unserem Dorf. Vater fände es wohl besser, wenn ich ein paar mehr Muskeln hätte. Hört mir gut zu, Männer. Morgen werden wir aufbrechen, um dieses neue Land zu finden, von dem wir gehört haben. Wir werden lange wegbleiben und es wird sehr gefährlich. Deswegen dürfen nur die besten Männer mit. Darf ich auch mit, Vater? Sehr lustig, Vicky. Du hast wohl nicht gehört, was ich gesagt habe. Nur wer besonders viel Mut, Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft hat, darf morgen mit. Und du hast von all dem nicht besonders viel vorzuweisen, oder? Ich möchte doch aber so gerne mitfahren. Hör zu, Sohn. Wenn du beweisen kannst, dass du stark, ausdauernd und geschickt bist, dann darfst du mitfahren. Aber dazu musst du mehr Fische fangen als unser bester Angler Tjore. Das schafft er nie. Du musst schneller schwimmen als unser bester Schwimmer Gorm. Ich bin entzückt! Und wir beide, Vicky, werden unsere Kräfte im Steine tragen messen. Mit welchem Wettkampf du anfängst, kannst du dir aussuchen. Und was ist mit dem Mut? Stimmt. Wenn du das alles geschafft hast, treffen wir uns am Hafen und dann musst du eine Mutprobe bestehen. Und glaub bloß nicht, nur weil du der Sohn vom Chef bist, würden wir es dir leicht machen. Das kann ich mir schon denken, Tjore. Also mal überlegen, was hat Vater gesagt? Ich muss gegen Tjore angeln. Naja, das werde ich hinkriegen. Und Vater will meine Kraft testen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber wie soll ich gegen Gorm gewinnen? Ich kann doch gar nicht schwimmen. Und dennoch diese schreckliche Mutprobe. Ob ich das alles schaffe? Na, Huhn, warum bist du denn nicht im Stall bei den anderen? Ich werde mal Faxe besuchen. Hallo Vicky, bist du schon fertig mit deinen Prüfungen? Nein, leider nicht. Du schaffst das schon, Vicky, ganz bestimmt. Mensch Faxe, du könntest wirklich meine neue Hose brauchen. Ach was, die paar Löcher. Die Hose tut's noch einwandfrei. Wird Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Holz hacke. Viel ist nicht mehr da. Da ist Bier drin, Vicky. Ich glaub nicht, dass du das magst. Ach, es geht doch nichts über ein gemütliches kleines Päuschen.
Ach, es geht doch nichts über ein gemütliches kleines Päuschen. Kommst du mit auf den Berg, Faxe? Ach nein, ich bleib lieber hier, Vicky. Na gut, tschüss. Manchmal komme ich hierher, wenn ich nachdenken will. Aber jetzt will ich eigentlich gar nicht nachdenken. Die müssen noch ganz schön wachsen, bis sie den Ochsen ein wenig Schatten spenden können. Die ist sicher vom Wagen gefallen und dann vergessen worden. Die ist sicher vom Wagen gefallen und dann vergessen worden. Ich kann ja später nochmal hierher kommen. Hallo Vicky, bist du schon fertig mit deinen Prüfungen? Nein, leider nicht. Du schaffst das schon, Vicky, ganz bestimmt. Ich geh dann mal. Tschüss, Faxe. Wiedersehen, Vicky. Ich muss gehen. Ich bin noch nicht fertig mit den Prüfungen. Ich sehe mal nach, ob Gorm auf seinem Wachposten ist. Gorm! Hallo, Gorm! Ihr hört mich nicht. Ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Ich weiß zwar nicht viel über Pilze, aber die hier sind garantiert giftig. Die Beeren sehen ziemlich lecker aus. Aber ich bin ja nicht zum Essen hier. Das ist unser Alarmgong. Wenn ich den schlagen könnte, würde Gorm mich bestimmt hören. Ich könnte ja versuchen, den Gong mit dem Pfeil zu treffen. Aber das Bogenschießen sollte ich wohl erst mal kurz üben. Ich habe 10 Pfeile in meinem Köcher. Wenn ich 5 Treffer lande, bin ich richtig gut. Wenn du hier klickst, muss ich jede der 5 Zielscheiben einmal treffen. Drückst du diesen Knopf, dann verschwinden die Zielscheiben immer wieder. Gar nicht so leicht. Hier werden sich die Zielscheiben bewegen. Das wird ganz schön schwierig. Wenn du keine Lust mehr hast, klicke hier. Bist du bereit, dann klicke hier. Willst du dir das alles nochmal anhören? Kein Problem, klicke einfach hier. Einen Moment noch. Ich müsste noch wissen, wie schwierig es sein soll. Also dann mal los. Volltreffer! Volltreffer! Das ging daneben. Klasse! Gut gemacht! Getroffen, spitzenmäßig. Volltreffer! Hey, was soll das denn? Wer war das? Hier, ich war das, Gorm. Vicky, das war nicht besonders nett. Das gibt bestimmt eine dicke Beule. Tut mir leid, Gorm, aber ich möchte meine Schwimmprüfung ablegen. Hast du Zeit? Naja, eigentlich müsste ich ja hier Wache schieben. Aber ein kleines Ründchen schwimmen wäre auch nicht schlecht. Also gut, geh schon mal runter an den Strand. Ich komme sofort. Prima, bis gleich. Nun, Vicky, du kennst die Aufgabe. Wir schwimmen bis zur Möweninsel und wieder zurück. Wer als Erster wieder am Strand ist, hat gewonnen. In Ordnung, Gorm. Eine Hornmuschel. Bevor wir den Alarmgong hatten, hat Gorm bei Gefahr auf so einer Muschel geblasen. Eine Hornmuschel. Bevor wir den Alarmgong hatten, hat Gorm bei Gefahr auf so einer Muschel geblasen. Urobe hat mir erzählt, wenn man Seegras draußen im Meer findet, dann muss Land in der Nähe sein. Sieht aus wie ein abgebrochener Schiffsmast. Vielleicht ist er hier angespült worden. Na ihr, wo ist denn eure Mutter? Warum gehst du denn jetzt, Vicky? Ich komm später wieder. Keiner hier. Gorm ist am Strand. Auf geht's, an den Strand.
Snorre, was machst du denn hier? Ach, mir war nur langweilig, Vicky. Da dachte ich, ich sehe euch beim Schwimmen zu. Hört zu, Vicky. Wir schwimmen bis zur Möweninsel und wieder zurück. Wer als erster wieder am Strand ist, hat gewonnen. Ach du liebe Güte, das ist aber weit. Ist in Ordnung, Gorm. Da fehlt nicht mehr viel. Dann fällt der Stein mitten auf den Strand. Ich drück dir die Daumen, Vicky. Fertig? Dann los! Los, Vicky, worauf wartest du? Warte mal, Gorm. Ich möchte kurz überlegen. Überlegen? Tja, wenn ich wirklich versuche zu schwimmen, habe ich keine Chance zu gewinnen. Ich muss mir was einfallen lassen. Wenn ich zur Insel und wieder zurückfliegen könnte, dann wäre ich schneller. Das würde passen. Zum Fliegen brauche ich einen Drachen. Das war wohl das falsche Teil. Nein, so funktioniert's nicht. Ich probiere es lieber mit einem anderen Teil. Genau! Das sieht gut aus. Das war wohl das falsche Teil. Ja, so geht's vielleicht. Ja, so vielleicht. Genau! Genau! Das sieht gut aus. Ich hab's, na klar! So, jetzt genau zielen. Ich komme. Uff, geschafft. Tja, das war zwar nicht geschwommen, aber wegen der tollen Idee erkläre ich dich trotzdem zum Sieger. Du hast gewonnen, Vicky. Das war ganz große Klasse. Danke. Wenn du die anderen Prüfungen auch schaffst, kannst du morgen mitkommen, Vicky? Einfälle hat dieser Junge. Ich bin entzückt. Wenn du die anderen Prüfungen auch schaffst, kannst du morgen mitkommen, Vicky? Tschüss, ihr beiden. Mach's gut, Vicky. Viel Erfolg weiterhin. Wir warten am Hafen auf dich. Ob Gorm schon wieder schläft? Zurück ins Dorf. Die erste Prüfung habe ich hinter mir. Fehlen noch zwei. Und dann ist da noch diese schreckliche Mutprobe. Vielleicht ist jemand zu Hause. So, Vater, da bin ich. Das sehe ich ja. Was willst du? Du hast gesagt, ich müsste gegen dich antreten. Ja, ich weiß. Aber das geht jetzt nicht. Mein Helm ist nämlich weg und ohne ihn gehe ich nicht aus dem Haus. Niemals. Aber... Nix aber, Sohn. Besorg mir meinen Helm und wir werden einen Wettkampf im Steinetragen machen, aber vorher nicht. Ich sag nur eins, Halvar. Du bist selbst schuld, dass dein Helm weg ist. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Mehr sage ich nicht. Aber du hast es dir selbst zuzuschreiben.
Das hilft mir auch nicht weiter. Ich will jetzt meinen Helm wieder haben, zum Teufel. Das ist mein bestes Stück. Den schmieden zu lassen war ganz schön teuer. Der Schinken wird gerade getrocknet. Das macht ihn lange haltbar und wir können ihn noch im Winter essen. Nimm doch das hier als Helm, Vater. Du machst Witze, Sohn. Die Hörner sind von meinem Lieblingsochsen. Letztes Jahr ist er von uns gegangen. Das sieht fast aus wie dein Helm, Vater. Mach ja keine Scherze mit mir, Söhnchen. Das würde mir gefallen. Es passt zu dir. Red keinen Unsinn, Frau. Ein Wikinger-Chef ohne Helm. So eine Schande. Die Hörner sind von meinem Lieblingsochsen. Letztes Jahr ist er von uns gegangen. Vielleicht finde ich deinen Helm ja irgendwo draußen, Vater. Die erste Prüfung habe ich hinter mir. Fehlen noch zwei. Und dann ist da noch diese schreckliche Mutprobe. Das ist das Windauge. Jedes unserer Häuser hat so eins. Auf geht's in den Wald. Hallo, Tjore, ich will gegen dich angeln. Hä? Du musst rüberkommen, Bibi. Aber scharfe Zähne. Damit kriegst du bestimmt alles durch, was? Hey, Moment mal. Sag mal, lieber Bier, könntest du vielleicht diesen Baum hier für mich abnagen, dass er umfällt?
Regisseure. Also, was muss ich tun? Tja, du musst mehr Fische fangen als ich, Vicky. Aber dafür musst du sehr, sehr geschickt sein. Tja, lass mich mal überlegen. Wenn ich mehrere Angeln gleichzeitig hätte, könnte ich Tiere vielleicht besiegen. Nein, das Teil war aber nicht das Richtige. Ja, so geht's vielleicht. Das passt. Nein, das Teil war aber nicht das Richtige. Das Beste wäre, ich würde mir eine Angelmaschine mit mehreren Angeln bauen. Ich könnte 3 Stöcke als Angeln nehmen und sie alle an ein... Das war wohl das falsche Teil. Das war wohl das falsche Teil. Nein, da gehört was anderes hin. Wenn ich den Ast mit den 3 Angeln dann in den Fluss stellen würde und die Angel vom Ufer aus hin und her drehen würde, hätte ich eine perfekte Angelmaschine. Nein, das Teil war ja wohl nicht das Richtige. Also ich glaube, zuerst müsste ich einen großen Ast in den Flussboden stemmen. Dann könnte ich ein Rad, 3 kleine Äste und 3 Gefäße daran befestigen. Wenn ich dann noch dafür sorge, dass ich das Ganze vom Ufer aus drehen kann, das war wohl das falsche Teil. Ja! Das passt! Das passt! Ja, so vielleicht. Nein, so funktioniert's nicht. Ja! Das könnte gehen. Ich hab's, na klar! Die Fische springen in unterschiedlichen Höhen aus dem Wasser. Es muss immer genau der Behälter nach links gedreht werden, der in der richtigen Höhe ist. Sonst springt der Fisch entweder drunter her oder drüber weg. Ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn du hier klickst, wird's ganz leicht. Drückst du auf diesen Knopf, dann wird es etwas schwieriger. Hier wird's ganz schön schwierig werden. Wenn du keine Lust mehr hast, klicke hier. Bist du bereit? Naja, vielleicht hat Vicky ja doch eine klitzekleine Chance, gegen mich zu gewinnen. An die Angeln, fertig, los! Haha, meinen ersten Fisch hab ich! Fisch Nummer 2! Eine meiner leichtesten Übungen.
Wie läuft's, Vicky? Ich hab schon drei. Ich hab genauso viel wie du, Tiere. Fischlein Nummer 4, jetzt gehörst du mir. Ich hab schon mehr als du, Tiere. Wir sind gleich auf, Tiere. Wer sagt's denn? Fisch Nummer 6. Oh, klasse. Ich führe. Und gleich der nächste. Jetzt habe ich 7. Ha? Mein 8. Fisch. Ich bin ein Meisterangler. Purer Zufall. Sieht aus, als hättest du gewonnen, Vicky. Gratuliere, das war wirklich eine tolle Leistung. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Danke, Tiere. Hier kannst du die Lautstärke einstellen. Wollen wir nochmal anlernen, Tiere? Du hast doch schon gewonnen, Vicky. Einmal gewinnen reicht für die Prüfung. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Fischen, Tiere? Ich bringe sie nachher zu deiner Mutter. Die kann sie dann räuchern. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Fischen, Tiere? Ich bringe sie nachher zu deiner Mutter. Die kann sie dann räuchern. Wenn du den Biber nicht in dem Schilf entdeckt hättest, wäre es anders ausgegangen. Wenn du den Biber nicht in dem Schilf entdeckt hättest, wäre es anders ausgegangen. Ich gehe dann mal. Bis später. Ich werde am Hafen auf dich warten. Tschüss. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Aber die Mutprobe. Vielleicht ist hier jemand zu Hause. Ich kann deinen Helm nirgends finden, Vater. Unmöglich, er muss irgendwo sein. Hände weg, das ist mein einziger sauberer Lappen. Ich sag nur eins, Halber. Du bist selbst schuld, dass dein Helm weg ist. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Mehr sage ich nicht. Aber du hast es dir selbst zuzuschreiben. Das hilft mir auch nicht weiter. Ich will jetzt meinen Helm wieder haben, zum Teufel. Vielleicht finde ich deinen Helm ja irgendwo draußen, Vater. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Aber die Mutprobe. Ich gehe zum Hafen. Von hier aus geht's los. Ob ich wohl mitfahren werde? Wenn wir nur nicht dem bösen Sven in die Hände fallen. Endlich wieder auf See. Das wird ein Spaß. Hauptsache, wir haben morgen ordentlich Wind. Wenn wir nur nicht dem bösen Sven in die Hände fallen. Hoffentlich sind die Schilde richtig festgemacht. Dann schwappt bei Sturm das Wasser nicht so schnell ins Schiff. Ich werde schon beweisen, dass ich mit auf die lange Reise kann. Ich gehe mal wieder ins Dorf. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen.
aber die Mutprobe. Vielleicht ist hier jemand zu Hause. Ich kann deinen Helm nirgends finden, Vater. Unmöglich, er muss irgendwo sein. Das sieht fast aus wie dein Helm, Vater. Mach ja keine Scherze mit mir, Söhnchen. Das ist mein bestes Stück. Den schmieden zu lassen war ganz schön teuer. Na gut, ich will mal nicht so sein. Bei allen Göttern, was ist das denn? Meine Suppenkelle. Selbst gebastelt aus einem Stock und deinem Helm. Wenn du es nicht schaffst, mir meine alte Kelle zu ersetzen. Ich bin kein Handwerker, Frau. Ich bin der Chef. Ist mir wurscht. Ich brauche eine Suppenkelle, basta. Aber Vicky zuliebe gebe ich dir deinen Helm. Na also her damit. Aber der ist ja völlig verdreckt. So kann ich den nicht anziehen. Besorg einen Lappen, Sohn. Nein, den wirst du nicht nehmen, Vicky. Aber Mutter, Vaters Helm ist ganz dreckig. Eben. Und meinen einzigen sauberen Lappen wirst du damit nicht verschmutzen. Du musst dir etwas anderes besorgen. Ich schau mal nach, ob ich draußen was finde, womit wir deinen Helm sauber machen können. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Aber die Mutprobe. Faxe freut sich immer, wenn ich vorbeikomme. Hallo, Vicky. Schön, dass du mich besuchen kommst. Möchtest du dich hinsetzen? Nein, danke, Faxe. Ich suche einen Lappen, mit dem ich Vaters Helm sauber machen kann. Ich meine, ich hätte gerade eben noch einen gesehen. Ich glaube, du sitzt drauf, Faxe. Darf ich den Lappen haben? Sicher, Vicky, aber nicht jetzt. Ich will erst in Ruhe ein Päuschen machen. Ich komme nur an den Lappen, wenn Faxe aufsteht. Vielleicht klappt das ja. Hey Faxe, darf ich mal von dem Bier kosten? Huch, jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Hilf mir, Faxe. Hey Vicky, was machst du denn da? Ach, das schöne Bier. Bei dem schönen Wetter wird meine Wäsche bestimmt schnell trocken. Mensch, Faxe, du könntest wirklich meine neue Hose brauchen. Ach was, die paar Löcher. Die Hose tut's noch einwandfrei. Das ist meine einzige Chance. Willst du mir nicht doch ein Schlückchen geben, Faxe? Ach herrje, jetzt kriege ich den Stopfen wieder nicht rein. Faxe, du musst kommen, bitte. Nein, nicht Vicky. Das ist doch mein letztes Fass. Danke für den Lappen, Faxe. Ach so, jetzt verstehe ich. Ganz schön raffiniert, Vicky. War nicht böse gemeint, Faxe. Schon gut, ist ja nicht viel rausgelaufen. Ich gehe dann mal. Tschüss, Faxe. Wiedersehen, Vicky. Zwei Prüfungen habe ich schon bestanden. Den dritten Wettkampf werde ich auch noch hinkriegen. Aber die Mutprobe. Vielleicht ist hier jemand zu Hause. Ich habe was gefunden, Vater. So? Was denn? Faxe hat mir einen Lappen geschenkt. Er hat gesagt, ich darf ihn ruhig behalten. Hier, jetzt ist der Helm wieder sauber. Können wir jetzt mit dem Wettkampf beginnen? Na gut, auf zum Dorfhügel.
So, da wären wir. Ja, und jetzt? Das ist dein Steinhaufen. Das sind die Steine, die ich nach hinten tragen werde. Hör zu, Sohn. Wenn du deine Steine schneller dort hinten hinbringst als ich, dann hast du gewonnen, kapiert? Verstanden. Na bestens. Also, auf die Plätze. Fertig. Los. Moment noch, Vater. Hä? Du bist viel stärker als ich. So schaffe ich das auf keinen Fall. Ich glaube, ich habe nur eine Chance. Ich muss mir was bauen, was die Steine für mich transportiert. Vielleicht könnte ich ja eine Art Steinschleuder. Das passt nicht. Ich probier's lieber mit einem anderen Teil. Ich könnte mir denken, dass die zwei Birken zusammen mit einem Brett eine prima Steinschleuder geben würden. Aber dazu müsste ich die Bäume erstmal nach hinten biegen und am Boden befestigen. Nein, da gehört was anderes hin. Sehr gut! Wenn ich hinter den Bäumen einen Pflock anbringen würde, dann könnte ich doch die Bäume mit einem Seil nach hinten ziehen und an dem Pflock befestigen. Ja, so geht's vielleicht. Ich probier's lieber mit einem anderen Teil. Prima! Das passt! Ja, so geht's vielleicht. Prima! Das passt! Hölle nochmal, was hast du denn da wieder für einen Unsinn gebaut? Das ist kein Unsinn, Vater. Das wirst du gleich sehen. Ist mir eigentlich auch egal. Ich werde sowieso gewinnen. Los! Warte ab. So, jetzt aber schnell. Puh, sind sie schwer. Uff. Geschafft. Und jetzt nur noch ein kräftiger Schlag. Geschafft, ja. Ich habe gewonnen. Siehst du, Vater, ich hab's doch gesagt. Ich habe keinen Unsinn gebaut, sondern eine Steinschleuder. Ich bin zwar nicht stärker als du, aber das brauche ich auch gar nicht. Meine Idee war einfach besser. Schwing hier keine langen Reden. Dafür bin ich zuständig, verstanden? Ja, Vater. Na gut, hast gewonnen. Gratuliere. Danke, Vater. Eine Steinschleuder. Mein Herr Sohn und seine tollen Ideen. Die ist sicher vom Wagen gefallen und dann vergessen worden. Eine Steinschleuder. Mein Herr Sohn und seine tollen Ideen. Ich glaube, so richtig glücklich ist Vater nicht, dass ich gewonnen habe. Ich werde Fax einen Besuch abstatten. Naja, ich werde gleich zum Hafen gehen und auf dich warten. Die Prüfungen wären geschafft. Jetzt fehlt nur noch die Mutprobe. Die anderen warten schon am Hafen auf mich. Ich gehe zum Hafen. So, Vater, die ersten drei Prüfungen habe ich bestanden. Was ist denn jetzt mit der Mutprobe? Das musst du selber rausfinden, Sohn. Sieh dich nur um. Du hast doch sonst immer so viel Grips im Kopf. Oh nein, auch das noch. In so einem Fellsack auf See zu schlafen, erfordert doch wirklich keinen Mut. Das ist doch nur was für Schwächlinge. Er hat's gefunden, Leute. Achtung, es geht los. Hey, was?
Lass mal sehen. Gorm hat recht, Männer. Sven ist auf dem Weg zu uns. Wir müssen uns was einfallen lassen, sonst wird Sven uns bis auf die Unterhosen ausrauben. Sohn, du hast doch immer so tolle Ideen. Los, lass dir was einfallen. Schnell! Ich? Wie sollte ich euch helfen, Vater? Außerdem, ich habe doch noch gar nicht meine Mutprobe. Ach, vergiss doch diese dumme Mutprobe. Wenn dir was einfällt, wie wir Sven in die Flucht schlagen können, darfst du mit uns fahren. Ich meine, wenn wir ein neues Schiff haben. Ich darf mit? Wirklich? Also gut, dann will ich mal überlegen. Vielleicht können wir ja irgendwie verhindern, dass Svens Männer überhaupt an Land kommen. Mit einem kräftigen Wasserstrahl könnten wir uns Sven und seine Männer vielleicht vom Leib halten. Das könnte gehen. Das würde passen. Genau. Prima. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Ich brauche eine klitzekleine Pause. Was ist los, Junge? Mir fällt gerade nichts Richtiges ein. Dir muss aber was einfallen, Vicky. Sonst wird der schreckliche Sven uns bis auf die Unterhosen ausziehen. Denk nach, Junge. Denk nach. Ja, ja, schon gut. Ich versuch's ja. Vielleicht können wir ja irgendwie verhindern, dass Svens Männer überhaupt an Land kommen. Prima! Ja! Ja, so geht's vielleicht. Das könnte gehen. Ja! Sehr gut! Prima! Ja, so geht's vielleicht. Sehr gut! Genau! Das könnte gehen. So vielleicht. Sehr gut. Prima. Mit einem kräftigen Wasserstrahl könnten wir uns Sven und seine Männer vielleicht vom Leib halten. Das Wasser müsste natürlich irgendwie den Berg runtergeflossen kommen, damit der Strahl kräftig genug ist. Aber wie kriege ich das Wasser aus den Bergen hier runter? Wenn wir den Fluss stauen und dann eine Wasserleitung hier runter verlegen, könnten wir mit dem Wasserstrahl vielleicht Svens Männer abhalten. Wir müssen zuerst mit Steinen und... Genau! Das sieht gut aus. Ich hab's, na klar!
Oh je, Svens Männer kommen. Wir dürfen auf keinen Fall in die Unterzahl geraten. Ich muss versuchen, sie mit dem Wasserstrahl von ihren Schilden zu spritzen. Wenn sie ausweichen wollen, muss ich halt nach links und nach rechts laufen. Aber das geht nur, wenn du die Pfeiltasten auf deiner Tastatur benutzt. Wenn ich 10 von den Angreifern mit meinem Wasserstrahl vom Schild spritzen kann, haben wir gewonnen. Aber sobald es 10 von ihnen geschafft haben, an Land zu kommen, sieht's böse für uns aus. Wenn du hier klickst, kommen die Männer einzeln und nicht so schnell. Drückst du auf diesen Knopf, dann wird es etwas schwieriger, weil die Angreifer dann schon etwas schneller ankommen. Bei dieser Stufe werden Svens Männer in großer Zahl und ziemlich schnell hier ankommen. Das wird sehr schwer. Wenn du aufhören möchtest, klicke hier. Bist du bereit? Dann drücke diesen Knopf. Willst du dir das alles nochmal anhören? Kein Problem. Klicke einfach hier. Sven. Seid Sven und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr Memmen.
Vater? Ja, mein Sohn? Vater, die Mutprobe. Hm? Ach so, ja. Einen Moment. Na, das wurde aber auch Zeit. Moment mal. Was ist mit dem Klopfzeichen? Wo ist denn unser Schiff? Kann mir mal einer sagen, was hier los ist? Nichts ist los, Schlafmütze. Sven war hier. Wir haben gekämpft und gewonnen. Aber du hast alles verpennt. Das wäre die Mutprobe gewesen? Snorre, du siehst zum Schießen aus. Wo er recht hat, hat er recht, Snorre. Du gibst wirklich den jämmerlichsten Wolf ab, den ich je gesehen habe. Stimmt's, Männer? Ja. 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 Ja.